Ja. Das Schiff ist am Burnen. Am Burnen. Oh, Ja, durch die Pampa hier, ey. letztens stand hier noch ein Auto, ey. Ja, letztens. Oh, da oben, da können wir eine Granate mit dem hochschmeißen und dann geht das kaputt. Dann gibt es einen Bergrutsch. Echt? Ja. Ich habe aber keine Granate. Sollen wir mal machen? Sollen wir mal ausprobieren? Wo habe ich denn die Granaten? Oder Raketenwerfer oder so? Ich hau mal einen mit dem Raketenwerfer raus. Oh. Warte mal, ich habe eine Granate. Ich habe, Aber ist aber nur eine Blendgranate, das bringt ja nichts. Ich hab Dynamit! Weg hier! Was machst du? Oh. Aha. Oh ja, toll. Das hat ja super funktioniert. Ah. Wow. Weil ich bin richtig Dynamit weg hier. Ich bin stolz auf dich, das hast du toll gemacht. Scheiße. Wow. Ich bin begeistert. So, komm, wir machen das Schild hier kaputt wieder. Ja! Was habe ich denn da oben freigeschaltet? Kann man da jetzt hoch? War ja nur eine Frage. Wo sind sie? Das Schild. Ach, da. Nicht das kaputt kriege. Jawohl. Jetzt kaputt. So, was hast du denn da schon wieder kaputt gemacht? Ja, ich habe da gerumst. Warum machst du das denn? Kann man da jetzt durch? Oder hoch? War ja wohl ein Griff ins Klo, oder? Kann man gar nichts, ne? Aber wofür ist das denn jetzt? Aber Hauptsache Stein hier auf die Straße legen, ne? Ja. Ganz wichtig, ne? Ja, aber hier, warten Sie mal, hier kann man hoch jetzt. Wo kann man da hoch? Hier. Wie ist die denn schon? Der Lagerfahrt. Ja, da wollte ich ja auch hin. Vorsicht, da kommen welche, die wollen da. Wir können auch mit dem Auto fahren, was haben Sie denn davon? Können wir auch machen. Warten Sie mal. Komm, wir fahren mit dem Auto. Ja. Natürlich, Madame möchte sich da fahren lassen, das war ja klar. War ja, sie sind da der bessere Fahrer. Sie regen sich dann sonst immer auf, dass ich nicht fahre. Ja, sie fahren ja auch nie. Was war das denn jetzt? Ich weiß nicht. Hast du ein Auto kaputt gemacht? Das klingt nicht gut. Machst du das mal fertig? Ja, warte, ich guck. Ich weiß nicht, ich habe auch nichts gemacht eigentlich. Ja, sie hast du was gemacht. Nee, sie fahr mal zurück besser. Fahren Sie mal zurück. Ja, geht nicht. Vielleicht machen wir einen ganz großen Bogen um den Stein. Was für ein Stein denn? Der da vor uns auf der Straße steht. Ja, da will ich doch gar nicht hin. Okay. Oh, ist die Radio Verdad, der Ausschlag von Yara. Ich will doch hier lang. Aber ich glaube, wir laufen besser. Scherz, ich glaub, dafür habe ich jetzt den Wagen geholt. Also wirklich. Ich glaube, ich laufe lieber. Hola! Hola! Coño! Was? Da schießt jemand! Ich habe aber nichts gemacht. Ja, du kannst dich ruhig erschießen, das ist nicht so schlimm. Die kann das gebrauchen. Hola! Schöne Gegend. Ich weiß noch nicht mal, ob wir richtig laufen. Oh. Eigentlich müssen wir ja da hinten hin, ne? Oh. Eigentlich müssen wir ja da irgendwo hin. Da. Was ist das? Wie nennt man das? Hä? Kadaver? Bein. Bein. Ich geh mal hier so schräg hoch, dann kann ich mir ein bisschen was. Hola! Hier liegen viele rum. Aha. So, was ist ja nicht los? Was ist hier falsch gelaufen? Ich weiß nicht. Hallo? Ich glaube, wir haben hier ein paar Feinde. Ein Rätsch hier. Was ist denn mit dem los? Ist er geflogen? Habt ihr das gesehen, was der hier hingeglitscht ist? Irgendwas stimmt hier nicht, kommen Sie mal her. Ja. Was ist das denn hier für eine Plantage? Bin ich ja überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Was ist das eigentlich für eine Gegend? Ah. Clara, ich habe La Moral getroffen. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? La Moral?
Laut meinen letzten Info stand diese kleine Splittergruppe kurz vor dem Zerfall. Die sind deutlich schlagkräftiger als die Legenden. Okay, aber bleib wachsam. La Morale hat einen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund ziehen. Ich halte die Augen auf. Viva la Libertad! Viva la Libertad, was liegt denn da alles? Also hier müssen wir nicht hin. Aber man kann ja mal gucken, ne? Ja. Da, oben da ist wieder Zeugs. Was. Ich sehe was. Hier ist was. Voll die Musik hier. Ist ja nicht los. Ey, wo sind wir hier? Da rennen sie wieder an allem vorbei hier, ne? Da bin ich ja gar nicht gewesen. Hab ich ja gar nicht geguckt. Hallo? Hallo. Hola. Hola. Monsieur. Messin. Oh, hier ist was zu lesen. Ihr lest das jetzt mal eben. Ja, Moment. Knuckelball. Hier. Das ist der Code, das Codewort Knuckelball. Hau doch mal ab. Entschuldigen Sie bitte. Gibt's so einen Weg? Da. Einmal. Ja, schön lesen und. So. Da rennst du auch wieder an allem vorbei. Ja. Guck mal, wie. Habt ihr gesehen, wie lootgeil die ist? Ich bin nicht lootgeil. Ja, sicher. Da ist ja fürchterlich. Habt ihr das gesehen? Hier ist noch was zu lesen. Ja. Hier einmal lesen, bitte. Also, ich lese auch mal. Ach, da. Musik ist ja echt. Die ist ja, die gut. Ist nudelhaft. Hä? Ist ja. Hau doch mal ab! Oh, ich geh da raus. Oh, macht natürlich alles. Hola! Hier ist auch noch ein bisschen Mülli Ralala, ein bisschen Schrotti. Okay. Da muss auch noch irgendwo was sein. Hier ist noch was, ja. Benzinus. Ja, Benzinus. Hier ist auch noch ganz viele Benzinus. Und auch noch mit. Ja. Wir sollten aber uns mal um Weg machen. Hier, was? Guck mal, Kokosnüsse. Ja, ja. Sind das welche? Ja, doch, das sind welche. So sehen sie aus, ja. Und das andere ist Papaya, oder was ist das, ne? Oh je. Alles Kokosnüsse hier. Schöne Gegend, ey. Ja. Ja, hier ist da hat man richtig schöne Sicht auf das Schiff, was da brennt. Das stimmt allerdings. Cool. Aber wir müssen da hinten hin. Also gehen wir weiter. Hä? Weil da unten sind auch noch ein paar Häuschen, ne? Sollen wir da auch mal gucken gehen? Ich wundere mich sowieso schon, dass wir die ganze Zeit laufen. Wir hätten eigentlich locker fahren können. Soll ich ein Auto holen für sie? Ne, sie brauchen. Oh. Das wäre nicht gut. Oh, gewesen. Was ist das denn hier? Das sieht aber auch schön aus. Kommen Sie mal her hier. Wir sollten den Anblick genießen. Gott. Weil? Ja, weil mit dem Wasserfall sieht doch schön aus. Ja, den sehe ich jetzt von nah an, den Wasserfall. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Schön. Aber ich werde mal hier rüber schwingen. Oh ja. Schwing dein Ding, Junge. Gute Idee, wenn das geht. Wenn das geht. Ich glaube, das geht nicht. Nur von der einen Seite auf die andere, ne? Ja, aber klar. Waka! Ja. Waka? Natürlich. Ich habe jetzt gedacht, ich falle ins Wasser und dann. Warum gehen Sie nicht über die Brücke, die da ist? Dafür gibt es Brücken. Komm, wir machen auch mal Waka. Waka! Oh. Ich bin natürlich ins Wasser gefallen. Ist ja klar. Jetzt komme ich hier nicht mehr drauf. Ich komme wieder raus. Waka. Waka! Waka. Was ist das denn schon wieder für ein erfundenes Wort? Ja, ehrlich, hier auch über Kokos. Und scheint auch das Ding Strom. Was ist mit Strom? Das Ding braucht Strom. Walker. Walker! Wollen wir den Strom geben? Ja, dann müssen wir mal der Kabel folgen. Ja, dann gehen wir mal der Kabel nach. Hier, oh, da ist einer. Sollen wir uns mal ranschleichen? Was kann man machen? Das ist wohl elektrisch. Okay. Gut. Den hast du gemeint, ne? Ja. Er lacht wenigstens noch. Wenigstens elektrisch? Grinster. Ist
heißt, da muss man hier wahrscheinlich am Rädchen drehen. Oh, am Rädchen drehen? Wollen Sie wirklich am Rädchen drehen? Können Sie ja mal machen, ich gehe da weg. Ja, wir können auch erstmal da reingehen und gucken. Scheiße. Also hier gehen Sie bestimmt nicht rein. Oh, fuck, was ist hier denn? Brennt alles. Guck mal hier, hier trocknen die Kokosnüsse. Ja. Unfassbar, ich muss mal da oben rauf, glaube ich. Oh, nee, das ist keine gute Idee. Nee. Da wäre ich ja geröstet. Ja, da ist aber eine Schatzsuche, sehe ich gerade. Ja, ja, die können wir nächstes Mal machen. Wir müssen trotzdem Strom, wollen die alle haben. Wer schreit denn hier so? Warte mal, hier hinten ist auch noch jemand. Ja, wollte gerade sagen. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Anscheinend ja wohl nicht. Warten Sie mal. Sie haben da was im Kopf gehabt. Benötigt Schlüssel vom Kokosnussvorrat. Oh. Gucken Sie mal, ob Sie den Schlüssel da irgendwo finden. Da ist da noch einer hier. Ja, dann holen Sie sich den doch. Oh, das ist ein dicker. Also, wenn Sie Angst haben, lassen Sie es, ne? Hat er den Schlüssel, den wenigstens? Auch nicht, den Schlüssel auch nicht. Also müssen wir mal gucken. Dann muss halt irgendwo da hinten sein. Warten Sie mal, hier ist auch. Vielleicht ist das hier ist Strom. Metallos. Metallos? Ja. Oh, geh mal gucken, da ist Metallos. Da ist Ströme. Ein kleines Rätsel ist das jetzt hier. Aua! Ich hab voll einen gekriegt hier. Geh da bloß nicht nah ran. Woran? Ja, hier, komm mal her. Ah. Oh, 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 oh. Guck mal hier hin. Ja, ja, man sieht. Geh mal da ran. Nee, nee, nee. Geh doch mal da ran. Nein, 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 ich sehe das ja so schon. Das ist schade, dass wir da nicht rangehen. Das hätten wir ruhig machen können. So, hier ist die Schatzsuche, das machen wir aber jetzt nicht. Guten Tag. Die lassen wir noch offen, die Schatzsuche. Hier ist alles kaputt aus. Aua! Ich hab schon wieder eingekriegt. Was ist denn da los, Leute? Wie, was ist da los? Reiß mir den Arsch auf. Hat Ihnen Ihre Mutti nicht gesagt, sie soll nicht immer so nah an die gefährlichen Sachen gehen? Ja? Hat die sie? Ja, so. Dann halt sie einfach mal. Warte mal, ich kann hier den Kabel rausziehen. Ja, mach mal. Hier kann ich auch ein Kabel rausziehen. Aber dafür brennt hier alles, ne? Messo. So, und jetzt? Ja, jetzt habe ich die Kabel rausgezogen. Ja, super. Haben sie super gemacht. Jetzt haben wir wahrscheinlich ist das Ding nicht mehr am Fackeln. Sehen Sie? Dann kriegt man keinen Schlag mehr. Hier auch nicht. Jetzt gehe ich mal hier dran. Haha. Und der läuft. Umdrehen steht hier. Ich drehe den um. Ja, bitte. Ach so, den muss man da jetzt hinschieben, oder was? Wohin? Ach du Scheiße. Junge, komm mal mit. Komm mal her. Ey, hör doch mal auf! Entschuldigung. Hey! Ich weiß nicht, wohin mit dir. Ja, warten Sie mal, ich muss den hier wegfahren. Wahrscheinlich. Und dann müssen Sie einfach weiterschieben. Oh, ich brauche eine Übergabestelle, dann können wir diesen Wagen dauerhaft einsetzen. Wir haben Kokosnussanhänger hinten dran. Achso, dann muss ich noch weiterfahren. Aber ich weiß nicht wohin. Wenn sie den zum Übergangspunkt bringen, dann haben wir den immer mit dem Anhänger. Dann können wir auf dem Anhänger weiter einfach schieben, schieben. Ja, ich denke mal, der wird da hinten zu diesem komischen Teil gebraucht. Oder müssen wir den vielleicht da anhängen an den Wagen? Du weißt, wo der hinrollt, ne? Ja, warten Sie mal, ich guck mal. Ja, wenn du den anderen abhängen kannst. Ja, kann ich. Das ist sie. Oh nein. Dann komm mal hier ran mit deiner Kiste. Warte, ich schieb dir mal zurück hier, den Anhänger. Warte mal. Ja, den kann man natürlich nicht zurückschieben. Ja, ja, klar. Komm mal hier rückwärts ran. Wenn sie es schaffen, die fährt natürlich alles kaputt. Weiter, weiter. Jo, gut gemacht.
machen Sie da? So, dann fahren wir da hinten hin. Das ist natürlich eine coole Klamotte hier. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Weil der Strom muss ja da hinten hin, ne? Ach so. Der muss ja da rein. Da gibt es noch was zu lesen, Leute. Wir springen mal ab. Kann ich den auch rückwärts da reinfahren, oder? Ja. Wir lesen einmal. Da. Handschriftliche Warnung. Geräte. Bitte treibt unsere Geräte mit dem mobilen Generator an, bis die Stromleitung wieder repariert ist. Ja. Wenn sie das schaffen. Rückwärts rein! Ich kann das nicht, das ist so eine komische Kupplung. Können gar nichts. Aber vielleicht kann man das hier auch tun. Hauen sie ab. Mann, da kriegst du so kalte Kotzen, ey. Ich kann gar nichts. Das muss ich wieder machen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie der Herr Ochsen fahren kann. Guckt euch das an doch. Meine Güte. Ich kann doch nie mal rückwärts reinfahren da, ey. Ist doch unfassbar. Gar nichts kann. Ich gucke ihn nur gerne dabei zu, weil man sieht das ja aus der eigenen Perspektive so schlecht. Warum? Warum sieht man davon aus der eigenen Perspektive schlechter? Du brauchst dich doch nur umdrehen. Moment. Irgendwie kriege ich den. Im Moment will der da nicht so, wie wo ich bin. Oi. Wo bin ich jetzt vorgefahren? Alter, was ist denn hier los? Ich hab nichts gemacht. Flugzeuge. Ich will da irgendwie. Aber so ist schwierig, den da reinzukriegen. Sie hatten den doch gerade schon ganz gut. Stellen Sie einfach so ein bisschen gerade hin und wir koppeln den ab und dann lassen wir den da runterfallen. Aber jetzt habe ich ihn aber. Ja. Oh. Aua. Ich hab das mal falsch. Ich steig mal aus hier. Toll. Scheiße. Toll gemacht. Ehrlich. Hört dich Strom. Ja, super, Herr Ochs. Super. Toll gemacht. So, ich dreh das mal hier auf, ne? Weil hier scheint ja, ja wohl dreh Strom mal auf zu dann. Sein, ne? Ja, dreh mal auf. Okay, so könnte das was werden. Aqua. So, jetzt ist halt hier alles gelöscht. Hier können wir mal lesen. Genau, wir lesen mal. Wenn die Madame nicht davor stehen würde. Feuerwehr rufen, Generator benutzen, um die Wasserpumpe zum Strom zu machen. Haben wir ja gemacht. Ja. Hätten wir das vorher gelesen, hätten wir dieses Problem nicht. So, aber trotzdem haben wir den Schlüssel noch nicht. Ja, das stimmt. Im Lager soll er sein, ne? Aber vielleicht ist ja hier einer verbrannt drin, oder? Aber vielleicht ist hier das Lager, wir wissen das gar nicht. Ja. Das Lager ist, glaube ich. Ah, wir kommen von hier oben rein. Okay, warten Sie. Ah. Ich glaube, von hier kommt man rein. Von innen verschlossen steht hier. Das ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt den Schlüssel. Aber wo ist das Lager, verdammt der Hacke? Ja, hier. Oder? Nee. Sind die getrocknet? Doch, hier müssten sie sein. Kommen da nicht rein, ne? Weil da ist nämlich auch nochmal so ein... Da ist der Schlüssel. Wo? Wo bist du jetzt? Mein Gott, da! Oh. Ich hab dich immer... Ich sehe dich da. Was riecht die mich schon wieder auf? Da sind sie. Ja, man sieht sie nicht. Wo ist der Schlüssel? Ja, da drin. Soll mal reingucken, dann sehen Sie den da dranhängen. Warten Sie. Links. Ah, dann brauchen wir einen Trick. Ein Trick. Ah, ich habe da schon so eine Idee. Was für ein Trick? Oh. Ich habe eine Idee. Na. Als ob ich die Idee nicht schon hatte, ey. Oh. Tolle Idee.
Wir haben ja Ideen. Ah. Muss man ihn lassen. Ja, es war eine versuchte Idee sozusagen. Naja. Aber wir kommen da rein. Jetzt oder in einer nächsten Folge. Wir kommen bestimmt da rein. Also Leute. Tschüss.